Schnarchnase hier überholen. Fahr nicht so langsam hier, echt. Ja, hallo, willkommen Leute zu meinem nächsten Let's Play. Es müsste Nummer 12 sein. Ich bin der Schrobi. Ich spiele natürlich den American Truck Simulator. Ich stehe hier vor der Firma Wallbert und werde eine schöne Fracht nach Las Vegas fahren. So wie ich das geplant habe. Ich hoffe, das klappt dann auch. Dann steige ich mal sozusagen ein. Also ich sitze ja eh schon drin, aber ich gehe in die Cockpit-Ansicht. Halt, falsche Sicht. Hoppala, nee, was will ich denn machen? Jetzt hier das Navi. Genau, da startet den Traktor, den LKW. Ich bin immer bei den Hin- und Her-Switchen zwischen Farm-Simulator und American Truck Simulator, kommt immer durcheinander. Dann sage ich wieder im LS15, sage ich dann wieder LKW für einen Traktor und so. So, hier Las Vegas Feuerwerkskörper von Los Angeles nach Las Vegas. Da wird wohl ein. Da steigt wohl ein großes Feuerwerk in Las Vegas. Schätze ich. So, jetzt muss man wieder Außenansicht machen, aber ich wieder nichts sehen. Einfach so rüber geschoben, der Anhänger, der Trailer. Naja, dann fahren wir mal los. Jetzt kann ich hier gleich links raus und dann auf die Autobahn oder was. Aber die Strecke sind so 240 Meilen. Sollte nicht so lange dauern, schätze ich. Mal sehen. Es ist auch schon abends, also ich werde in die Nacht hineinfahren, wenn man schaut. Aktuell komme ich dann in kurz vor 1 Uhr in der Nacht in Las Vegas an. Aber da ich ja immer ein bisschen schneller ankomme, als es da steht, ne, am Anfang, denke mal, werde ich sogar vielleicht sogar vor Mitternacht gut schaffen. Wobei es bei der kurzen Strecke wieder ein bisschen schwieriger wird, mal sehen. Aber es bleibt vor Mitternacht gut schaffen. Ach Gott, hier muss ich tanken, ja, und übernachten muss ich auch. Ach ja, ja, ich muss übernachten, dann werde ich es wahrscheinlich nicht mehr vor Mitternacht schaffen. So, jetzt machen wir da den Tempomat ein. Ja, die Straße schlängelt sich da so durch die Landschaft. Eine Tankstelle finden. Jetzt werden wir mal gleich mal, ich schaue gleich mal nach, was da so kommt. Ja, hier, hier vielleicht bei Barstow und dann später. Ja, da ist fast nichts mehr. Da muss ich fast hier die Rast machen und tanken. Was ist denn das hier so? Ja, ich glaube, da kann man ja, da kann man an beiden Seiten tanken, weil dieses Tanksymbol so in der Mitte ist. Da denke ich mir dann so, ja, ist die Tankstelle mitten auf der Autobahn oder was? Wahrscheinlich soll es nur darstellen, dass es halt auf beiden Seiten von der Autobahn da die Tankstelle ist. So, da wird ein bisschen tiefer schalten im Gang. Übernachte ich zwar deutlich früher, als ich es machen müsste, aber... Naja, das ist halt immer schwieriger. Wie weit komme ich denn? Das waren dann 10 Meilen, ja. Das sollte von der, wenn vom Benzin her oder vom Diesel, also vom Treibstoff, sollte es auf jeden Fall hinhauen. Die Frage ist halt nur mit Übernachten, wie das hinhaut, weil das ist vielleicht noch ein bisschen knapp. Aber es ist halt immer schwierig hier in dem Spiel, auch beim Eurotruck-Simulator, auch, dass man halt die ideale Raststätte findet. Entweder man muss zu früh übernachten und verschenkt halt quasi Lenkzeit, ne? Darum geht es ja letztendlich. Ja, oder man überzieht total die Lenkzeit und läuft Gefahr, eine Strafe zu zahlen. Man findet halt nie so eine Raststätte, die was perfekt passt, wo man wirklich bei, sagen wir mal, noch 5
bis 10 Minuten Lenkzeit oder so noch hinkommt und dann übernachten kann. Das ist halt manchmal schwierig, dass man das so genau hinkriegt. Naja. Jetzt fahre ich da raus oder nicht? Ach, ich fahre weiter bis nach Köln. So weit ist es auch nicht mehr. Vom Sprit her passt's. Und der wird schon gleich einschlafen. Da geht zwar schon wieder Weltmeister, aber das macht er ja immer. Na gut, jetzt habe ich die Raststätte doch ausgelassen. Naja. Mal sehen, ob ich es schaffe. Licht anmachen, aber es ist nicht so dunkel, oder? Das geht schon. Ja, ich bin ja gespannt, ob ich jetzt einen Sekundenschlauf bekomme. Kingston und Flagstaff, habt ihr das gesehen? Da geht's nach Kingston und Flagstaff. Hier dann ab, anscheinend. Warte mal. Das war ja, was ich in meinem letzten Let's Play gemeint habe. Da geht es jetzt Kingman und Flagstaff, ne? Genau, und das ist dann diese Straße, die Interstate 40. Die geht dann ja hier weg, nach Arizona rüber. Genau. Da kann man halt jetzt nur runterfahren nach El Centro, quasi so eine Route. Und das ist dann quasi auch schon mal eine Bestätigung. Das habe ich ja letztens auch gesagt in dem Let's Play, wo ich ja mit über das Arizona DLC geredet habe, ja, also da ist halt Kingman, Flagstaff wird es höchstwahrscheinlich, also ziemlich sicher geben als Städte, wie man befahren kann. Und auch diese Straße. Ja, ich mach mal Fernlicht an, damit man was sieht hier. Ja, die Strecke geht doch recht schnell rum, ne? 100 Meilen nur noch. Muss ich kurz mal in Brim Rast machen, ein bisschen tanken, schlafen. Ich vergesse, also ich muss beides machen, ich vergesse das gerne. Ich habe das schon öfter gehabt, dass ich dann irgendwo an eine Raststätte angefahren bin, habe ich nur getankt und bin weitergefahren. Und habe dann mich gewundert oder bin dann, wie soll ich sagen, und dann 2 Minuten später hat er halt wieder gegähnt und habe gedacht, ja scheiße, ich wollte ja noch eine Rast, wollte ja noch rasten. Ja, und dann steht man da wieder mitten auf der Autobahn, ne, und schläft fast ein. Zumindest der Fahrer. Den Schnarchnase hier überholen. Fahr nicht so langsam hier, echt. So. Sind wir vorbei hier. Das ist ja schon da, das ging jetzt doch schneller als ich dachte. Das ist, teilweise geht es dann doch so schnell. Ich habe jetzt gedacht, da muss ich noch ein bisschen fahren, aber jetzt muss ich hier dann schon runter. Genau, jetzt fahre ich hier rechts runter, dann kann ich da an dem Ding übernachten und tanken. Das ist gut. Aber ich mag immer gerne diese Raststätten oder diese Orte, wo ich halt gleichzeitig tanken und rasten kann. Also, komm, lass mich da rein jetzt. Alter! Jetzt habe ich den gerammt, habt ihr das gesehen? Außenspiegel. Sitzt da rein hier? Naja. So. 50 Meilen vor dem Ziel, vor Las Vegas, muss ich ja doch noch mal kurz so. Das tanken wir kurz.
Weil ich sehe, meine Fahrer haben auch schon wieder ein bisschen Geld verdient. Ne? So, einmal voll tanken bitte. Ah, das dauert immer. 300 Bolonen. Fast. Ja, viel hatte ich nicht mehr drin. Ne? Das heißt, ich bin wieder gespannt. Ich bin ja immer gespannt. Wenn man übernachtet, dann kommt immer das ganze Geld von den anderen Fahrern rein. Da bin ich ja doch immer gespannt, wie viel halt das dann immer so ist. Ne? Jetzt habe ich inzwischen ja doch 5 Fahrer. Ach komm. Stehe ich jetzt nicht. Ah, ja, da war doch gerade was, oder? Das ist immer so blöd, wenn man da nicht so schön gerade drin steht. Fahre ich halt da weiter hinten rein. Ich muss ja wirklich schön gerade drin stehen, dass das der Trigger halt angeht zum Übernachten. Na, voll das Geblödel hier. Passt doch gerade, das soll doch nicht so kleinlich sein, echt. Hallo. Ja, also das ist doch ein Witz. Das ist ein Millimeter, jetzt. Das ist dann ein Millimeter die Fläche, wo ich dann übernachten kann. Oder wo der diese Funktion halt aktiv ist, ne? Ja, wir haben jetzt verdient 5000, 4000 so. $4000. Viel war es ja nicht. So, ja, dann machen wir doch die restlichen 50 Meilen nach Las Vegas. Ja, das haben wir mit dem Let's Play quasi auch schon wieder fertig. Das dauert dann halt nicht so lang. So lang wie ich eigentlich will, weil ja, wir haben jetzt noch gut ja, bei 13 Minuten so ungefähr. Ne? Ein bisschen brauche ich ja noch und dann einparken. Da geht schon noch ein bisschen Zeit rum. Jetzt haben wir hier 8:29 Uhr, also halb 9 in der Früh. Ja, kurz vor 10 soll ich es schaffen, laut Zeit. Jetzt muss ich erstmal hier rauskommen. Oh je. Kommt wieder so viele Autos. Und LKWs, so. Muss mich wieder reinquetschen. Oh ja, jetzt geht's. Dauert nicht so lange, jetzt muss ich schauen, jetzt habe ich immer noch 48 Meilen, weil man halt dann, weil ich noch nicht so richtig vorangekommen bin. Schauen wir mal. Ah ja, ich bin ja schon in Nevada wieder, jetzt kann ich schon wieder Gas geben hier, 80 Meilen. Vegas rein. So. Downtown Las Vegas, ja, Baby. Da will ich hin. Linkse, linke Spur. Knapp hier. Das ist eine Ziege.
was mich rein, ja, ich habe mich gefragt. Ja, genau, bleib stehen. Ah, ist mir das Arschloch reingefahren. Ach, komm bitte, 2% Schaden, das ist dann immer so. Warum bremst der nicht? Ich muss jetzt darüber. Ja, fahr halt jetzt zu. Mann. Ja, der Unfall zum Schluss, der war wieder total unnötig. Ich habe ja wieder die Fracht versaut. Strafe zahlen müssen. Ich war direkt hinter der Polizei zu schnell. Das sollte ich nicht. Naja. So, da muss ich jetzt rein. Was ist das für eine Firma? Das ist jetzt die Autohändler, aber da ist doch. Auf dem Navi sieht das ja wieder komisch aus. Muss ich denn da rein? Alter, da muss ich ja noch einmal so richtig um die Kurve rumfahren oder was? Ja, und die Polizei muss natürlich auch in die Richtung fahren. Ich finde, man sich immer so beobachtet, wenn die Polizei vor einem oder hinter einem fährt. Da hat man dann immer Angst, das ist ja auch im echten Leben auch so, ne? Wenn die Polizei bei einem fährt hinter einem oder irgendwie. Da hat man immer voll Angst, dass man, wenn man eigentlich normal fährt, aber man hat immer Angst, dass man irgendwas unbewusst falsch macht. Dass man vielleicht nur irgendwie einen Fuß zu viel auf dem Gas hat oder irgendwo was übersieht, irgendein Schild oder was zum Teufel, und schon hängt die Polizei einen dran und man darf Strafe zahlen. Ja. Die will ich doch verarschen, jetzt wollen die hier auch links. Gucken wir mal, das darf man doch. Das Vegas Supermarkt braucht Feuerwerk. Interessant, hier ist der Highway direkt neben dran, das finde ich auch irgendwie schön, ne? Da ist nur so eine Leitplanke in der, zwischendrin, zwischen den Highway und so der normalen Stadtstraße halt. Also. Ja. Ah, die Supermärkte sind immer scheiße zum Abliefern, ne, glaube ich. Parken. Schauen wir mal, ob das hinhaut so. Ein bisschen weiter vor. Ja, ich muss wieder Außenansicht einparken. Alter, hallo, Rückwärtsgang. Ich hab dann immer das Problem hier mit dem Schaltknüppel. So, das haben wir schon da. Ja, Fracht abgeliefert. Wunderbar. Oh, zufriedenstellend nur. Ja, ja, ist zu viel Schaden. 2,6% ist wieder dicker Abzug gegeben. Ja, da habe ich quasi das umsonst eingepackt. Also ich habe jetzt hier 40 EP fürs Einparken bekommen und 41 habe ich wieder abgezogen bekommen für den Schaden, weil ich diesen blöden Unfall hatte. Naja, egal. Gut, das soll es jetzt für dieses Let's Play gewesen sein. Ich habe die Feuerwerkskörper nach Las Vegas gefahren. Wunderbar, ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, Daumen nach oben, einen netten Kommentar schreiben oder was auch immer ihr wollt, solange es nicht irgendwie totaler Unsinn ist. Okay, bye bye Leute, ich danke und sage Tschüss.